Werner Hinz wurde am 18. Januar 1903 als Sohn eines Kaufmanns in Berlin geboren. Nach der Oberrealschule begann er zunächst eine kaufmännische und eine landwirtschaftliche Lehre, brach aber beide Ausbildungen vorzeitig ab. Er entschied sich ab 1920 für eine zweijährige Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule des Deutschen Theaters in Berlin. Debütierte dort 1922 als Melchior Gabler in Wedekinds Frühlingserwachen. Er spielte in den kommenden 2 Jahren jugendliche Liebhaber und Genussmenschen, später auch Helden und Charakterrollen. Ein Schurke findet sich immer, der sich so das Leben erkauft. 1924 erhielt er ein einjähriges Engagement in Hamburg. Hier lernte Hinz auch seine spätere Frau, die Schauspielerin Emi Besel, kennen. Weitere Theaterstationen wurden in den kommenden Jahren Wilhelmshaven, Oldenburg, Zürich, Darmstadt, Hamburg und schließlich die Volksbühne in Berlin. In Berlin der 1930er Jahre wurde Werner Hinz für den Film entdeckt und war erstmals 1935 als junger Kronprinz Frederik in Hans Steinhofs Der Alte und der junge König neben Emil Jannings auf der Leinwand zu sehen. Hier gelang dem Filmschauspieler Hinz eindrucksvoll der Balanceakt zwischen emotionsgeladenem Hitzkopf, der sich gegen das Patriarchat seines Vaters Friedrich Wilhelm I. auflehnt, und dem vor Staatsmacht und Staatsraison resignierenden. Herr Arrest in der Kaserne. Wie kommt er hierher? Aus dem Fenster geklettert. Gut. Nobel, Prinzenmanieren. Aus dem Fenster klettern. Wie ein Stallknecht, der zur Viehmarkt will. Warum sperrt er mich ein? Wie spricht er mit seinem Königskujon? Hat meine Milde ihn frisch gemacht? Hält er meine väterliche Schonung für Schwäche? Väterliche Schonung? Milde? Was er mir alles nimmt, woran mein Herz hängt? Das nennt er Milde? Nach seiner Filmarbeit nahm ihn die Bühne wieder ganz in Anspruch. 1938 war er als Kaplan von Schigorski in Veit Harlands Jugend zu sehen. Der Filmadaption des gleichnamigen Bühnenstücks von Max Halbe. 1942 erlangte er ein Schicksal mit der Rolle des Bolvari, der die Tochter jenes Mannes liebt, den er hinrichten ließ. Große Popularität. Prägnante historische Rollen hatte Hinz beispielsweise als Kronprinz Friedrich Wilhelm in dem von Wolfgang Liebeneiner in Szene gesetzten Historienwerk Bismarck von 1940 sowie als Kaiser Wilhelm II. In der Fortsetzung Die Entlassung von 1942. In dem in Irland angesiedelten melodramatischen Abenteuer Der Fuchs von Glenavon von 1940 mimte er den Chef einer Sonderbrigade. In dem Drama Mein Leben für Irland von 1941 war er der ältere Bruder des Protagonisten Michael O'Brien. Erneut mit Wolfgang Liebeneiner und als Partner von Hilde Krahl drehte er den Liebesfilm Großstadtmelodie von 1943. Seine letzten Arbeiten während des Krieges für den Film waren Robert A. Stemmes, eher harmlose Geschichte, Meine Herren Söhne von 1945 mit der Figur des Gutsbesitzers Kurt Riedwitz sowie der Kriminalfilm Ruf an das Gewissen von 1945. Im Jahre 1939 heiratete Hinz seine langjährige Freundin Emi Besel, ehemalige Freundin von Ernst Udet. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Hinz bis 1947 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg auf. Anschließend begeisterte er wieder am Deutschen Theater in Berlin, sowie am Hebbeltheater und am Schlossparktheater. Nach Kriegsende übernahm Werner Hinz für die DEFA wieder Hauptrollen. So 1949 als Paul Schmiedecker, als Partner Camilla Spiras in Kurt Metzigs Die Buntkarierten. Der Chronik einer deutschen Arbeiterfamilie über 3 Generationen hinweg. Militärische Filme mimte er als Generaloberst von Beck in dem von Falk Hanok dokumentarisch inszenierten Propagandafilm Der 20. Juli, gedreht im Jahre 1955. Ab 1951 war er 2 Jahre lang am Münchner Residenztheater tätig und schließlich bis 1955 in Zürich.
Mit dem Amtsantritt von Gustav Gründgens trat er 1955 erneut in das Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg ein, dem er dann ununterbrochen bis 1978 angehörte. Mit Goethes Faust, zweiter Teil. Sie warteten auf Gustav Gründgens und seinen Partner Werner Hinz. Dann muss fortan nach magischem Behandeln der Weihrauchs Nebel sich in Götter wandeln. Nun, was jetzt? Dein Wesen strebe nieder, versinke stampfend, stampfend steigst du wieder. Anschließend arbeitete Hinz als freier Schauspieler für Bühne und Fernsehen. Hinz' Rollenrepertoire war außergewöhnlich breit gefächert. In einem Interview von 1973 schilderte Werner Hinz kurz, warum er eher als Bühnendarsteller wirkte, anstatt die Leinwand komplett in Anspruch zu nehmen. Die Filmarbeit hat mir oft große Freude bereitet. Ich denke besonders gern an Filme wie Der Alte und der junge König, an die Jugend, an die Entlassung, an Das Herz muss schweigen, an die Schuld des Dr. Hommer, an den Biberpelz, an die Buntkarierten, an die Buddenbrooks, auch an meine letzten Filmrollen, an den Großvater in den beiden Malpass-Romanen. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung und wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft und viele andere. Es war immer sehr spannend, wie schließlich das Gesamtbild dieser Mosaikarbeit aussehen würde. Im Gegensatz zum Theater kann man dann wie ein Maler seine Arbeit selbst betrachten. Das Fernsehen, das mir auch schon manche lohnende Aufgabe brachte, denken wir nur an die letzte Arbeit, das war der Geheimrat Clausen in Hauptmanns vor Sonnenuntergang, ist eine Mischung von Film und Theater und hat für mich auch einen großen Reiz. Filme und Fernsehaufzeichnungen werden natürlich von viel mehr Menschen gesehen als eine Theateraufführung. Und sie machen die Schauspieler bekannt. Aber das Erlebnis der auf der Bühne dargestellten Rolle vor den Zuschauern im Theater können mir Film und Fernsehen nicht geben. Darum lief ich nicht über zum Film. Unter Gründgens reifte er zum schweren Helden heran. Zuletzt feierte ihn das Hamburger Theaterpublikum als einen der ganz großen Heldenväter des deutschen Theaters. Letztmalig war Werner Hinz 1969 als heiterer, verschmitzter Großvater in den Wolfgang Liebeneiner Film Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung und Wenn süß das Mondlicht auf den Hügel schläft, nach den Romanen von Erik Malpass, sowie 1978 als Amtmann aus Husum in Alfred Weidemanns sich nur lose an die Sturmvorlage haltenden Film Der Schimmelreiter auf der Leinwand zu sehen. Eine Rolle, die er auch 1981 in der Fernsehverfilmung verkörperte. Hinz konzentrierte sich in den 70ern und 80er Jahren vermehrt auf seine Theatertätigkeit oder war verstärkt mit Fernsehrollen präsent. 1979 glänzte er an der Seite seiner Frau in der Titelrolle in Lessings Nathan der Weise. Der große Werner Hinz starb am 10. Februar 1985, nur knapp 5 Wochen nach seinem 82. Geburtstag in Hamburg. Die letzte Ruhe fand er auf dem Berliner Friedhof Dahlem, wo später auch seine Ehefrau beigesetzt wurde. Gibt nur einmal, das kommt nicht wieder.